Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Heute widmen wir uns einem Megaport-PC, der auf Amazon vertrieben wird. Und zwar wurde ich auf diesen PC aufmerksam gemacht in den Kommentaren. Ich werde ihn auch hier nochmal einblenden. Und wir starten jetzt auch sofort. Ihr kennt das Format ja. Also das erste ist, das Bild ist nicht fake. Beziehungsweise das Gehäuse stimmt, das Mainboard stimmt nicht. Aber wir werden immerhin darauf hingewiesen, dass dieses Bild nicht stimmt. Unten in der Beschreibung blende ich gleich nochmal ein. Wir starten. Es ist ein AMD Ryzen 7 3700X. Wir können uns das auch nochmal in der Tabelle hier unten angucken. Hier steht da auch nochmal, das ist aus der 3000er Serie so das Mittelklasse-Modell. Es gibt ja auch die 3300, 3400G, die haben eine Grafikeinheit, das hat der hier nicht. 3600 fängt dann die Serie an ohne Grafikeinheit und die ist die 3700X Serie. Es gibt noch den 3.8er, 3.9er, ich glaube sogar einen 3.59er, aber der ist zum Zocken auf jeden Fall gut geeignet. Und wir schauen mal, was der auf Mindfactory kostet. Hier ist er auch schon auf Mindfactory in der Box-Variante mit Lüfter, weil ich auch nicht gesehen habe, dass bei dem System ein extra Lüfter dabei wäre. Der kostet 295,84 €. Den packen wir so in den Warenkorb. Als nächstes wird angegeben Größe des Arbeitsspeichers, 16 GB. Das Problem an der ganzen Geschichte, dass das ein Single RAM ist, also quasi ein Single DIMM, so nennt man das. Und das weiß ich daher, weil der Hersteller hier gesagt hat, in der Regel einmal 16 GB RAM. Und das ist zum Zocken sehr schlecht. Ich zeige euch jetzt auch mal warum. Hier steht zum Beispiel, natürlich ist die Performance auch abhängig vom Spiel und dem Setup. In den Vergleichsvideos wird aber deutlich, dass man bei einem Dual-Channel, also zwei Speicherriegel, Arbeitsspeicher, eine höhere FPS-Zahl bekommt. Also das mit einem Single-Channel von einmal 8 GB RAM der Fall ist. Gerade für schnelle Shooter ist daher die Option mit mehreren Modulen die beste Variante. Also in dem Fall 2x 8 GB gleich 16. Die verbauen nur 1x 16. Viele Games können mit zwei RAM-Modulen mindestens 20 FPS mehr darstellen. Das ist eine ganze Menge. Stellen wir uns jetzt mal vor, die Grafikkarte schafft gerade mal, sagen wir, 70 FPS. Dann droppt ihr auf 50. Und man sollte einen Shooter schon mit mindestens 60 FPS spielen. Des Weiteren kann ich auch nicht genau sagen, was das für ein RAM ist. Ich orientiere mich jetzt an dem Bild. Aber selbst da weiß ich nicht, was das für ein RAM sein soll. Ich kenne diese Oberfläche nicht. Die haben ja verschiedene Kühlkörper, aber den kenne ich jetzt nicht. Ich habe jetzt einfach mal einen besseren genommen. Das scheint zumindest kein G-Skill Aegis zu sein, Gott sei Dank. Und zwar nehmen wir dann jetzt den 16 GB HyperX Predator Schwarz DDR4 3000. Es ist auch nur ein 3000er. Wie immer, der Ryzen verträgt 3200. Warum sie es so machen, weiß ich nicht. Die 5 € sparen sie sich wieder. Das ist aber, wie gesagt, schon ein guter für 100 €. Das ist ein angemessener Preis auch für den. Den packen wir so auch in den Warenkorb. Hier ist es auch wieder die Sache, hier wird angegeben 1 TB M.2 SSD und hier unten steht in der Beschreibung Festplattentechnologie SSD, das stimmt ja schon mal, 1000 GB stimmt auch, Serial ATA 600, also SATA 6. Das könnte auch eine normale sein. Ich gehe jetzt aber wirklich davon aus, weil es auch hier nochmal steht, M.2 SSD, dass die auch einbaut, aber nicht als PCI Express Variante. PCI Express ist deutlich schneller, das liegt so, wenn man eine günstige nimmt, bei 2 GB die Sekunde. Diese SATA 6 bzw. SATA Anschluss M2 SSDs, die schaffen nur 500 MB. Das werdet ihr beim Zocken nicht großartig merken. Habe ich aber auch schon im letzten Video gesagt, das ist wichtig für die Leute, die vielleicht streamen und rendern, so wie ich das mache. Wir nehmen dafür jetzt einfach mal die 1000 GB Crucial P2 M.2 PCI Express. Die ist schon mal besser, dass ihr da Bescheid wisst. Wir nehmen jetzt bessere Komponenten, bis auf den RAM eben. Wobei, da haben wir auch einen guten genommen. Den packen wir für 93,86 € in den Warenkorb. Dann wird angegeben Grafik-Coprozessor. Naja, ja, gut, ja, kann man so sagen. Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6. Das Thema kennen wir jetzt schon alle. Ich bete das immer wieder runter, die sind im Moment sowieso nicht verfügbar. Ich habe eine bekommen für 619. Laut Artikel kosten die Dinger im Moment aber knapp 700 €, beziehungsweise Richtung 800 €. Die günstigsten fangen bei 550 an. Der Artikel ist natürlich vom 25. Februar, das war ungefähr der Release. Wir gehen jetzt mal von 700 € aus, wenn sie denn verfügbar ist. Also wenn sie immer mal wieder reinkommt, ihr müsst bei Notebooks billiger zum Beispiel gucken, da ist sie ab und zu drin, da kriegt ihr so für die 700 € dann diese Grafikkarte. Dann habt ihr aber auch schon eine bessere mit einer besseren Kühllösung von besseren Hersteller. Das rechnen wir gleich einfach im Calculator mit rein, weil Mindfactory gibt es die sowieso nicht. Dann wird hier noch angegeben, WLAN-Typ 802.11 BGN. Es ist veraltet. Beziehungsweise ihr habt bestimmt noch einen Router mit BGN zu Hause. Es gibt aber schon den AC-Standard. Und wir müssen jetzt eine WLAN-Karte nehmen. Wir nehmen eine AC-Karte. Die tun sich nicht viel von den Preisen her. Das ist vielleicht ein Unterschied von 10 € zu einer BGN-Karte. Und ich zeige euch mal eben noch den Datendurchsatz, was das für einen Unterschied macht. Gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt BGN. Dann liegt ihr so zwischen 11 Mbits und 150 Mbits. Normalerweise handelt der Router dann den Endstandard aus, also mit 150 Mbits zockt ihr dann quasi. Das ist die Durchsatzrate im Netzwerk.
Würdet ihr einen AC-Router haben und eine AC-Karte, liegt ihr bei 1300 Mbits. Läuft natürlich auch in einem anderen Netzwerk, 5 GHz. Auf 5 GHz können auch schon einige Router. Den AC-Standard verbreitet sich gerade langsam, steht auch hier. Wir nehmen eine AC-Karte und die kostet 34,85 Euro. Das ist eine von Gigabyte mit zwei Antennen. Die könnten, beziehungsweise eine Antenne, die hat zwei Anschlüsse, so wie ich das hier gerade sehe. Die packt ihr quasi über den PCI Express Slot auf das Mainboard drauf. Da ist sogar noch Platz, da kommen wir gleich auch noch zu. Dafür sind zum Beispiel auch diese großen Mainboards wichtig. Ihr habt meistens bei diesen Mini-ATX oder Micro-ATX habt ihr meistens Probleme, dass ihr keine Steckplätze mehr frei habt, weil die Grafikkarte womöglich sogar einen verdeckt. Aber bei dem Board geht es zum Glück, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Das packen wir in den Warenkorb. Als Mainboard haben wir einen Gigabyte B450 Gaming X. Der B450 Chipsatz ist für die 3000er Reihe gerade so geeignet. Der war eigentlich für den 2000er gedacht, also die AMD 2600 Reihe, 2700. Man kann mit dem BIOS Update natürlich dann auch die 3000er Reihe benutzen. Ob die 5000er dann aber geht, kommt auf den Hersteller an, ob die dann nochmal ein BIOS Update machen. Das Board gibt es sogar bei Mindfactory. Kostet 76,25 Euro. Ihr seht schon am Preis, ist wieder komplett Einsteigerklasse. Deswegen regt es mich auch immer so auf, wenn die dann schreiben, High-End-Performance-PC. Nö, das ist Einsteigerklasse. Auch wenn der Preis vierstellig ist. Quatsch. Hier seht ihr auch nochmal die Thematik. Hier habt ihr einmal diesen Steckplatz, der wird benutzt quasi für die Grafikkarte. Der da oben, wenn ihr Pech habt, wird der belegt, weil die Kühllösung von der Grafikkarte oder die Backplate zu groß ist. Und hier unten habt ihr nochmal einen Anschluss und hier. Jetzt sagen wir jetzt mal, ihr wollt noch eine Capture-Card benutzen zum Stream. Die kommt dann hier rein oder hier unten. Und dann noch die WLAN-Karte, dann Schluss. Das Board an sich hat kein WLAN. Ihr seht aber hinten an den Anschlüssen, es reicht eigentlich aus. Ihr habt 8x USB. Die beiden Anschlüsse benutzt ihr wie immer sowieso nicht. Ist kein Prozessor mit integrierter Grafik. Und hier ganz normal Sound und Netzwerk. Hier noch ein PS2-Anschluss für die alten Tastaturen und Mäuse. Wenn nichts mehr geht über USB, könnt ihr darüber immer noch steuern. Packen wir so in den Warenkorb. Das Gehäuse, ein Sharkoon SK3 RGB-Gehäuse mit 120mm Lüftern mit einstellbarer bunten RGB-Beleuchtung. Ja, bunt, was RGB halt ist, ne? Gibt es auch bei Mindfactory, habe ich gefunden. Hier ist es auch schon, da ist jetzt ein Lüfter hinten mit drin, der leuchtet dann halt bunt. Ja, ist schön, 44,48 Euro, ist auch Einsteigerklasse. Ich würde euch eher ein Gehäuse empfehlen von Atza für zum Beispiel 60 Euro. Das ist Atza Protoss oder ähnliches, aber das packen wir so in den Warenkorb. Das Netzteil, ein 600 Watt Enamax Max Pro, reicht für das System völlig aus. Enamax ist auch eine gute Marke, findet man leider bei Mindfactory nicht, warum auch immer. Aber wir nehmen halt wie immer das Be Quiet, das ist sogar ein bisschen teurer, ich habe die Preise vorher verglichen. Hier ist das 600 Watt Be Quiet System Power B9 Bulk, kennt ihr alle schon, 49,99 Euro. Die Preise springen aber auch, letztes Mal waren es glaube ich 56,50 Euro, irgendwie sowas. Gut, packen wir einen Warenkorb. Ansonsten gibt es zu dem System nicht mehr viel zu sagen, das Laufwerk ist halt ohne Laufwerk, klar, das ist wahrscheinlich dem Gehäuse geschuldet. Windows 10 Home ist mit dabei, das ist schon mal gut. Es scheint so, als wäre kein BullGuard Internet Security installiert. Ich will jetzt dafür nämlich nicht meine Hand ins Feuer legen, aber es scheint nicht mit dabei zu sein. Und das ist auch gut so. Hier, für die, die sich fragen, was für eine Grafikkarte das genau ist, wegen der Kühllösung, was ich eben gesagt habe. Megaport sagt dazu, je nach Verfügbarkeit von Palit, Gigabyte, Zotac, Gainward, etc. Also von Nvidia direkt wahrscheinlich nicht. Die werden irgendeinen Superhersteller nehmen. Was aber nicht schlimm ist, der Chip ist derselbe, die Kühllösung ist anders, die Spannungswandler sind anders, die Anschlüsse sind anders. Wird aber auch alles angegeben. Hier ist auch nochmal dieser Hinweis, Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Es geht denen wirklich nur ums Gehäuse. Bitte Ausstattungsdetails beachten. Da ist jetzt aber auch nichts drin, was irgendwie übermäßig, weiß ich nicht, bunt wäre. Bis auf den Lüfter hinten und der stimmt, der Rest, das ist alles so dahin gezaubert. Aber es scheint wirklich eine M2 zu sein, wobei die sagen ja, das Bild stimmt nicht. Von daher, das passt schon. Wir kommen jetzt zum Warenkorb. Hier ist nochmal der Warenkorb, der Ryzen, das Board, der RAM-Speicher, das Gehäuse, die Festplatte, das Netzteil und die WLAN-Karte natürlich. Da sind wir bei 694,16 Euro. Dazu kommt jetzt noch die Grafikkarte. Ich habe sie auch schon ausgerechnet, sind wir bei 1394 Euro und das System soll kosten 1389. Gut, wir haben einen guten RAM genommen. Wir haben eine bessere SSD genommen, weil diese sagen ja selber, ist über SATA angebunden, nicht über PCI Express. Und wir haben eine bessere WLAN-Karte genommen. Eine AC-Karte, die natürlich auch BGN kann. Selbst wenn ihr jetzt einen alten Router habt, die ist abwärtskompatibel, überhaupt kein Problem. Preislich gesehen ist das System in Ordnung. Technisch gesehen finde ich nicht. Das fängt schon bei dem RAM-Speicher an, der halt nur ein Single-Channel ist und dazu noch nur der 3000er anstatt 3200. Und das zweite ist halt das B450-Board. Für den Preis kriegt ihr schon ein B550. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt bei Dubaro oder MIFCOM oder selbst bei Megaport direkt ein B550-Board haben, ja, dann legt ihr die 50 Euro noch oben drauf. Dann seid ihr auf jeden Fall gerüstet für die neue Generation an Prozessoren.
die ja jetzt mittlerweile auch schon ein halbes Jahr alt ist. Und im Endeffekt, das Fazit ist, kauft ihn euch nicht, würde ich jetzt sagen. Er hat zwar gute Bewertungen, gar keine Frage, aber ihr seht schon die ganzen Fragen, 214 beantwortete Fragen. Gut, dass ich diese Videos mache. Wenn ihr Fragen zu dem System habt, stellt sie mir ruhig. Ich habe zwar nicht zu Hause stehen, aber ich kann aus den technischen Daten rauslehnen, was es kann und was nicht. Es wird reichen für, sagen wir jetzt mal, wirklich Far Cry, auch Assassin's Creed und so weiter. Ich weiß nicht, wie sich das mit dem RAM verhält. Ihr könnt wahrscheinlich auf 50, 60 FPS spielen, aber es ist ein Einsteiger-PC. Ich finde sowas immer schade, dass da High-End steht. Weißt du, da kommt jetzt, sag ich mal, ein Junge, der davon keine Ahnung hat, zu seinen Eltern: Ich will zum Geburtstag oder zu Weihnachten einen High-End-PC haben. Dann kaufen die Eltern sowas, denken sich, boah, 1.400 €, aber gut, dann hat er was. Es ist nicht High-End. High-End fängt so bei AMD 5000er-Reihe, 5700, 5800 an. Ihr könnt natürlich noch mehr Geld ausgeben. Und dann gehört da eine 3080 rein oder eine 3090. Das ist High-End. Und nicht eine 3060 mit einem 3700X, der schon 3 Jahre auf dem Markt ist. Das ist Quatsch. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich Daumen nach oben freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet, wenn euch das gefallen hat. Ich bringe jetzt 2 Videos pro Woche immer raus. Das funktioniert eigentlich doch ganz gut. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.